Moin Leute, es gibt in Deutschland so kleine Besonderheiten, meistens in alten, ausgedienten Telefonzellen wie hier. Und zwar ist es organisiert alles vom Lions Club. Das ist eine gemeinnützige Dings, ne? Genau, für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck. Und in diesen Telefonzellen kann man sich Bücher holen und kann dann spenden. Man muss nicht spenden. Also, wer gerne liest und sowas findet, gerne reingehen. Und keine Kohlen hat, der kann sich auch umsonst nehmen. Genau, dann lesen bildet. Wir beten, keine Bücher hier abzulegen. Einfach anrufen im Lions Club hier in Bad Krozingen. Bei uns in Usingen gibt es den auch. Und dann kommen die und holen die Bücher ab. So, das Ganze geht dann so. Hier ist so eine kleine Spendenbüchse. Ja, und dann geht man da rein und ja, sucht sich aus, was man braucht, und dann spendet man da was. Es ist nicht vorgegeben, wie viel man spenden muss. So, ich gehe da jetzt rein. Ich habe nämlich schon was entdeckt. Und ja. Das hier zum Beispiel werde ich mitnehmen. Ich lese unheimlich gern. Ja, das brauchen wir sowieso. Geht um ein paar Themen, die wir so auch behandeln wollen. Ja, das sind also die zwei Sachen, die ich mitnehme. Ja. Und was anderes habe ich noch nicht entdeckt. Und dann zeige ich euch, wie das dann funktioniert hier mit der Spenderei. Die stelle ich mal hier hochkant. So, da greift man nämlich einfach in sein Portemonnaie. Also man holt es erstmal aus der Hose. Oder aus der Handtasche. Dann nimmt man einfach ein paar Taler. Muss nicht Papier sein, kann auch Dings sein. Und dann, sind mir diese zwei Bücher wert. Da habt ihr das. Na komm, geh da raus, da muss ich ein bisschen nachstochern, weil sonst kommen böse Menschen. Ziehst du da raus? Das wäre ein Selbstbedienungsladen für Geld. So. Ach, was das war? Toilettenzettel aus der Schweiz. Ja, dann nehme ich meine Bücher und gehe aus dem Ding wieder raus, mache ihn schön zu, wenn es regnen sollte, was heute nicht der Fall ist. Dann lege ich das im Auto ab. So funktioniert das. So kommt dann günstige Bücher ran. Und wie gesagt, wer kein Geld hat, muss auch nichts bezahlen. Tschüss.